im freien Fall nach oben. Die Wittener Fallschirmspringerin Sonny Jung gilt als das deutsche Talent im Freestyle. In nur 5 Monaten hat sie es bis in den Weltcup geschafft, nachdem sie schon im Taekwondo 10 Jahre lang zur Weltspitze gehörte. November 2008. Der Himmel über der Wüste von Arizona ist voll von Fallschirmspringern. Sie wollen einen neuen Nationenrekord im Formationsspringen aufstellen. 200 der 6000 deutschen Springerinnen und Springer sind in den USA zusammengekommen. 250.000 Euro haben sie in die Vorbereitungen und die Durchführung investiert, aus eigener Tasche. Sechs Tage lang springen sie immer wieder aus 6000 Metern Höhe. 12 Versuche misslingen. Nie zuvor haben sich so viele Springer eines Landes an eine solche Formation gewagt. Beim 13. Absprung gelingt das Vorhaben. 4 Sekunden lang steht die gewünschte Zusammensetzung. Das reicht für die Rekordbücher. Die Wittenerin Sonny Jung war dabei und weiß heute noch genau, welche Rolle sie bei den 200 Luftakrobaten gespielt hat. Das ist der Rekordsprung. Ich weiß genau, welche Position ich bin. Da, die da. Mit 200 Stundenkilometern ist auch sie der Erde entgegengefallen. Ich habe vorher nicht geglaubt, dass wir das schaffen. Die Leute waren ziemlich von sich überzeugt und ich wusste, 200 Leute, natürlich haben wir in Deutschland 200 Springer, die das springen können, aber im selben Sprung. Also das war dann unbeschreiblich, als ich in dieser Formation lag und ich habe da oben schon gewusst, jetzt hat es geklappt. Das war einfach eine Riesenfreude dann. Sonny Jung ist eine außergewöhnliche Frau. Mit 40 Jahren studiert sie Medizin, ihre zweite Ausbildung nach 15 Jahren als Diplom-Sportlehrerin. Ihr Sport hat ihr den Mut dazu gegeben. Toll. Klasse, danke schön. Ja, gerne. Ich verbinde es mit dem Springen. Durch diese Perspektive von oben habe ich auf einmal gemerkt, dass eine Grenze, jetzt nicht mehr zu studieren, dass ich mir die selbst gestellt habe. Dass da niemand sonst war, der gesagt hat, Sonny, du bist Sportlehrerin, Sonny, du bist zu alt, um jetzt noch mal zu studieren. Das geht alles nicht. Da war niemand, der diese Mauern aufgebaut hat, außer ich selbst. Und als ich das erkannt habe, war der Weg frei und ich bin so glücklich, jetzt noch mal zu studieren und ich möchte praktizieren. Ich kann es kaum erwarten, noch näher an die Menschen ranzukommen als mit meiner bisherigen Arbeit. Groß geworden ist sie mit Taekwondo. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul gewann sie Bronze und im Jahr darauf Gold bei den World Games. Noch weitere 10 Jahre zählte sie zur Weltspitze. 1998 habe ich damit aufgehört. Also 87 war meine erste WM, 98 mein letzter World Cup. Ja, und dann habe ich mich erstmal der Arbeit gewidmet und 2005 fing ich an mit dem Fallschirmspringen. Und habe es erst als Freizeitsport entdeckt. Das hat ganz viel Spaß gemacht und mit Talent rutscht man sehr schnell doch wieder in den Leistungssport rein. Und schon gilt Sonny Jung als der kommende Star der Szene im Freestyle. Das ist eine Art Ballett im freien Fall. Ziel ist es, möglichst viele solcher Figuren vorzuführen, 50 Sekunden lang bis zum Öffnen des Fallschirms. Für mich war es eigentlich eine Riesenherausforderung. Ich habe so viele Disziplinen, so viele Sportarten ausprobieren können. Und mit der Luft und dem freien Fall, das ist mit nichts zu vergleichen. Das ist selbst nicht mit dem Tauchen zu vergleichen. Das sind Bewegungen, das war für mich eine Herausforderung, wie auf einem Fahrradfahren spiegelverkehrt lenken müssen oder so. Wenn ich nach rechts will, muss ich mich nach links bewegen. Und das hat mich eigentlich am Fallschirmspringen mit am meisten gereizt. Natürlich neben dem aus 4000 Meter auszusteigen und die kleinen Autos zu sehen und dann Richtung Erdmittelpunkt zu fallen. Dieses Spiel mit dem Wind, versuchen, diesen Wind zu nutzen, um Bewegungen zu machen, die auf dem Boden nicht möglich sind. Dokumentiert wird dieses Spiel mit dem Wind von einem mitspringenden Kameramann. Sven Zimmermann ist einer der Besten. 11.000 Sprünge hat er bereits hinter sich. Seine Aufnahmen sind die Bewertungsgrundlage für die Leistung von Sonny.
ist immer so, der Kameramann ist eigentlich derjenige, der gar nicht gesehen wird. Ist mir auch ganz recht, weil ich habe lieber denjenigen vor der Kamera, jetzt in dem Fall ist es Sonny, und mache schöne Bilder von den Mädchen. Die sind so und so viel hübscher. Und was mich halt einfach auszeichnet, ich habe mir eine sehr konsequente und extreme Art und Weise des Fliegens angewöhnt, die es mir möglich macht, auch sehr komplizierte Figuren zu filmen. Sonny Jung und ihr Kameramann haben große Ziele. Sie wollen international starten. Trotz der hohen Kosten von etwa 20.000 Euro pro Jahr. Für die Ausrüstung und bis zu 800 Trainingsflüge und Sprünge. Allein kann Sonny Jung das nicht stemmen. Aber sie startet für den Fallschirmclub Remscheid. Und dessen Präsident ist nicht nur ein begeisterter Fallschirmspringer. Er ist auch in der glücklichen Lage, Talente im Fallschirmspringen durch eigene Mittel oder durch Sponsoren zu unterstützen. Ich springe ja schon seit 1962. Ich selbst habe ja schon über 10.000 Sprünge. Motivation ist, junge Leute zu fördern. Und das hat sich der Fallschirmclub Remscheid schon seit Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben. Auch diese vier Herren werden unterstützt. Das Team aus Remscheid gehört zu den besten deutschen Vierern und probt hier gerade die geplante Sprungformation am Himmel. Steffen Schiedeck, Peter Großmann, Mike Vetter und Uli Serbrock sind allesamt erfahrene Springer. Im Trainingslager üben sie für die deutsche Meisterschaft. Dort wollen sie sich für den Weltcup qualifizieren. Gesprungen wird aus 3000 Metern Höhe. Innerhalb von 50 Sekunden müssen möglichst viele verschiedene Figuren in vorgegebener Reihenfolge vorgeführt werden. Dafür muss jeder Griff sitzen. Deutsche Vierer- und Achterformationen springen international oben mit, gleich hinter den Militärteams. Wir haben es ein paar Mal hingekriegt, dass wir fast so Amateurweltmeister sind, weil die ersten 3, 4, 5 Teams sind oft Profiteams, wenn ich an die Amis denke, an die Russen, an die Franzosen. Und wenn man sich dahinter einreihen kann, dann ist das schon eine ganz ordentliche Geschichte. Und das ist immer dann so zwischen 4 und 7 im Vierer. Wir haben auch schon im Achter seinerzeit immer den 4. Platz gemacht, also als Amateurweltmeister. Aber insofern sind wir Deutschen eben als reine Amateure aber ganz gut dabei. Aber nicht die Remscheider in diesem Jahr. Überraschend verpasst das Team bei der deutschen Meisterschaft die Qualifikation für den Weltcup. Deshalb ist Sonny Jung jetzt die große Hoffnung des Clubs. Im Windtunnel in Bottrop feilt sie an ihrem Freestyle-Programm bei künstlich erzeugten 200 Stundenkilometern Fallgeschwindigkeit. Für knapp 1.000 Euro simuliert sie hier in kurzer Zeit eine Woche Training am Himmel. Ja, einfach, dass ich mehr Flugzeit habe. Sprich, hier kann ich eine Stunde am Tag trainieren. Das wären 60 Sprünge, die schaffe ich niemals an einem Tag, wenn ich in der echten Luft trainiere. Aber der Tag der Entscheidung kommt. Die Bundestrainerin will die deutschen Kandidaten für den Weltcup und für die Europameisterschaft nominieren. Sonny Jung und ihr Kameramann müssen vorspringen. Für den Shootingstar ist das die Chance, direkt in die nächste Liga aufzusteigen. Nach nur knapp 5 Monaten Vorbereitungszeit im Freestyle. Direkt nach der Landung gibt es die Videoanalyse. Die Bundestrainerin ist kritisch, aber auch zufrieden mit Sonny Jung und ihrem Kameramann. Ja, die gehen jetzt auf den Weltcup. Klasse. Und der findet in Tschechien statt, mit Sonny Jung. Ihr erster Weltcup bringt ihr einen achtbaren 12. Platz. Von 0 auf 12 in nur einem halben Jahr. Für Sonny Jung scheint es kaum Grenzen zu geben, weder am Himmel noch auf der Erde. Und nächste Woche bei Sport Insight zum Tag der Deutschen Einheit.